Du lieber Skorpion. Ich starte jetzt schon einmal gleich mit hier mit der Liebesbotschaft und zwar Freundschaft, Pflege die Bande der Freundschaft. Und mit Pflege der Bande der Freundschaft, Pflege die Bande der Freundschaft, warum stolper ich da jetzt so drüber? Ja, es ist nicht ganz eindeutig, würde ich sagen. Schau dir mal wirklich an, Freundschaft. Freundschaft darf stehen. Freundschaft, Verbindung. Ja, Verbindung haben wir da jetzt auch. Wenn du in einer Situation bist, ja, weil die Bande, das kann auch ein Band sein, was dich bindet, was nicht unbedingt gewollt ist, gerade in deinem System. Ja, spür da mal bitte hin, wo du bist. Wenn du in einer Situation bist, wo Freundschaft etwas ist, was dir nicht gut tut aus verschiedenen Gründen, weil du da irgendwo drinnen bist, wo du eigentlich gar nicht sein wollen würdest, dann darfst du da auch sagen, okay, nein, diese Bande löse ich für mich, dass es frei sein kann. Deswegen stolper ich da, glaube ich, so drüber. Ja, oder du willst unbedingt jetzt etwas haben, was aber im Moment noch gar nicht so ist und dann geht es darum, das Band der Freundschaft überhaupt mal zu genießen und auszudehnen für sich und einmal hervorzuholen, was da alles möglich ist, also deine Möglichkeiten noch auszuschöpfen, ohne wieder zu viel nach vorne zu gehen, sondern im Hier und Jetzt wieder zu sehen und einmal abzuwarten hier, was sich da ergeben will. Ja, wunderschön. Auch in Beruf und Berufung geht es darum, in deine Visionen einzutauchen, einen alten Herzschmerz oder eine alte Verletzung, die passiert ist, durch positive Affirmationen, durch positives Denken, durch positive Umwandlung, durch Erfahrungsschatz, den du hier umwandelst für dich und daraus jetzt eine neue Form der Liebe gestaltest, der Liebe zu einer neuen Vision hin, ja, eine Annahme von etwas, was jetzt zu dir fließen will, damit löst du tatsächlich etwas auf und von den Karten kam jetzt auch, deine Träume erfüllen, die Gedächtnisleistung steigern und Wissen auf die Erde bringen und verbreiten. Wunderschön. Also gib dich dem Hier und Jetzt für dich hin und lass dich wirklich fließen, lass dich gleiten und versuch hier nichts irgendwie zu erzwingen oder irgendwo darfst du hier Ruhe hineinbringen, auch mit so einer sehr vergebenden, friedlichen Energie, sehr harmonisierenden Energie kommt mir da jetzt so gerade, ja? Aufgebrochen, weil hier nämlich tatsächlich ein Tiefpunkt in dir stattfindet gerade, ja? Gib dich der Alchemie des Lebens hin und da werden immer wieder Schichten von uns aufgebrochen und alte Maskeraden und alte Netze, die wir nicht mehr brauchen, Strukturen, Glaubenssätze, Muster etc., Programme, einfach aufgelöst, rausgebrochen, damit wir wieder in unserer Essenz mehr leuchten können. Immer und immer wieder wie Schlangen und Eidechsen und Spinnen, die sich häuten auch, ja? Und so häuten wir uns auch mit unseren Hautschuppen und was weiß ich, was wir am Tag verlieren, aber natürlich auch energetisch, indem manchmal einfach wir aus alten Kokonen ausbrechen, so gesehen, und wirklich in eine neue Ära eintauchen. Und darum geht es bei dir auch. Und wir haben hier die Vergebung. Spüre die Energie der Vergebung in dir, fülle deine Vergangenheit mit Licht und Liebe auf. Ja, wunderschön. Und das ist das, was ich meine, dieses Harmonisieren, was ich schon gespürt habe. Und diese Vergebung, das ist eine ganz starke Energie. Du entscheidest im Hier und Jetzt, möchtest du weiter in einer Traurigkeit sein vielleicht oder in einem Gedankenkonstrukt sein, was dir nicht mehr dienlich ist, oder gibst du da quasi dieses alte Konstrukt auf und sagst, okay, ich gebe das frei, ich gebe das wirklich frei und damit gebe ich mich frei, damit gebe ich mich frei und breche jetzt wirklich aus mir heraus aus und finde diese Tiefe, diese Liebe in mir wieder, für mich, für mein Leben, für alles, was ich hier jetzt erleben will, ja, tatsächlich für meine neuen Visionen, für alles das, was jetzt kommt. Ja, ich habe übrigens das Gefühl, dass auch vom Krebs jetzt zum Fisch hin es immer leichter wird. Also auch hier hat schon eine Etappe, eine Transformation stattgefunden. Ich glaube auch, dass ihr Skorpione jetzt letztes Jahr auch ein sehr schweres Jahr hattet wahrscheinlich auch oder ein sehr durchwachsenes Jahr, nennen wir es halt einfach mal so, mit vielen Auf und Abs. Und jetzt will sich das Ganze stabilisieren und einfach wirklich in so einen Endzustand, in einen Tiefpunkt im hohen Sinne gesehen, ja, kommen, indem du in diese Tiefe in deinen Kern eingetaucht bist quasi und dort jetzt den Ursprung findest und den jetzt quasi erleuchtest und damit bricht wirklich dieses Endkonstrukt quasi um dich herum ein, was wunderschön ist, und du deine eigene Schatzinsel wieder findest und mit der Schildkröte, mit ganz viel Liebe, mit Flausch, mit Universum, mit neu, mit der Vollendung jetzt endlich in eine neue Ära schwimmst für dich. Das heißt, hier ist auch der Fluss aktiviert tatsächlich, dass du in einem neuen Moment ankommen kannst. Und auch die Lumi-Heilung, was ist da heute los? Die Lumi-Heilung, also ich habe Lumi gelernt.
Ich sage aber Lumi Lumi. Viele sagen Lumi Lumi. Ich finde aber Lumi Lumi ist irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es einfach schön. Lumi Lumi ist so, das klingt noch ein bisschen harmlos. Lumi Lumi, finde ich, ist fülliger. Ja, ist irgendwie, finde ich passender, habe ich auch immer so gefunden. Und Lumi Lumi ist ein absolutes schönes hawaiianisches Neuritual, wo auch deine Ströme im Körper wieder umgeleitet werden, wo deine Ströme wieder in Gleichklang gebracht werden, in deinen Körper, energetisch, aber auch auf Körperebene eben auch. Und wo du wirklich als altes Ritual wieder einen Neuausrichtungszyklus erfährst. Also auch bei Umbrüchen hat man das früher gemacht, gerade in der hawaiianischen Kultur, wo es wirklich wie ein Neuschlüpfen auch gegangen ist. Ja, und das finde ich großartig, weil eben hier eine Schwere bei dir angezeichnet war für dich, die aber jetzt durch einen Spiegel, den wir ja hier gesehen haben, auch bricht, weil du erkennst, du brauchst es nicht mehr. Und das, ja, damit kommst du aus dieser alten Struktur des Hierophanten heraus und gehst wieder in die Führung, ohne dieses, ich sage einmal, der Hierophant deutet an, dass hier ein altes Muster war von kalten Strukturen. Auf dieser Karte. Es gibt andere Hierophantenkarten, da ist das nicht. In diesem Kartenblatt ist es für mich immer so eine alte Struktur, die da ist, die aufgebrochen werden will, wo es um Kontrolle gegangen ist, um Zurückhaltung gegangen ist, über irgendeine Übernahmeprojektion oder sonst was, was hier jetzt einfach heraus, was dir bricht, wo du einfach frei sein kannst und wo du das auch erkennst für dich und wo du sagst, yes, genau. Und ich bin frei, ja, und dabei bleibe ich auch. Geil, ja, also mach dich auf, lass dieses Konstrukt um dich herum brechen und geh wirklich in diese wunderschöne, harmonisierende, vergebende, traumverwirklichende Energie für dich und fühle dich hier willkommen auf dieser Erde, denn es geht jetzt um dich, wunderschön, und um dein Leben. Also alles, was du vergibst und nicht mehr mithängt mit dir, ist ja für dich deine persönliche Freiheit. Ja, wunderschön. Also auch du darfst hier einen Energieschub bekommen und dein Heim hier finden für dich auf dieser Welt. Yes! Du lieber Skorpion, danke, das war deine Legung für dich.